Okay. Also, zurück zu unserer, kann man es jetzt besser lesen? Schon, oder? Jetzt zurück zu unserer Digitalisierung. Also wir haben vorher gesprochen, ich habe das genannt, ein Geist geht um. Weil egal auf welche Konferenz, man 2016 oder 2017 wird es genauso sein, egal auf welche Konferenz man geht, alle reden von dieser Disruption, von dieser Zerstörung und dass alles sich komplett verändert. Und deswegen habe ich eben gesagt zu euch, das Gefährliche ist, das ist der letzte Satz, was der Hacker da damals erzählt hat, innerhalb kürzester Zeit werden die Spielregeln neu definiert und die Wertschöpfungsketten komplett neu konfiguriert. Und denkt einfach mal an das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Taxiunternehmen Uber. Wir werden das nachher noch sehen, ich habe einen Film dabei, wie das komplett die Taxibranche durcheinander schmeißt. Und dieses Airbnb haben auch viele noch nicht auf dem Radar und sagen, naja, was soll denn das, dass ein paar private Leute da irgendwo sich gegenseitig wohnen lassen, ich dich in München, du mich in London, naja, was ist jetzt da schon so, was soll jetzt da groß kommen und sein? Mal abwarten, schaut das mal an, wie schnell sich das verändert und wie schnell die Leute, die in diesem Business dann drin hängen, wie die Geschäftsmodelle sich hier verändern. Oder schaut es allein, wir sind in Österreich, schaut euch die Tourismusbranche an, wie dramatisch die sich verändert und wie schnell sich die verändert. Und schaut an, wie da schon die digitalen Medien in vielen, vielen Bereichen zugeschlagen haben. Ja, dein Hochglanzprospekt, der nützt dir gar nichts mehr, den kannst du irgendwo das Klo runterspülen. Das interessiert keinen mehr. Du kannst noch so schön das in dein Prospekt reinschreiben. Wenn du irgendwo auf einem Portal irgendwo eine Beurteilung drin hast, und deswegen musst du es auf dem Radar haben. Das meinte ich vorher mit den Touchpoints. Ihr müsst wissen, wo sind denn diese Touchpoints? Weil sonst weißt du gar nicht, wo sie über deine Pension oder dein Skihotel vielleicht saudumm daherreden. Und schaut mal, wie schnell das ein Geschäft kaputt machen kann. Und das ist Zerstörung. Wenn dann nämlich einer irgendwo mit dem Handy hingeht und er fotografiert dann die verschissene Klobrille. Oder er fotografiert irgendwelche Schamhaare und sagt, leckerles, habe ich heute im Bett gefunden. Und das postet er dann noch mit Freude. Und du weißt nicht einmal, dass irgendjemand so nette Sachen über dich postet. Und dann hängt sich einer hin und sagt, ja, da waren wir auch letztes Mal richtig ekelhaft, da fahre ich nicht mehr hin. So, und was ist dann mit deinem Prospekt? Dann siehst du, wie dein Hochglanzprospekt, wie der auf einmal, wie viel Wertigkeit der auf einmal hat. Also, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ja, die Folge, wo wir heute alle drinstecken, die Folge ist, dass sich unsere Werte, unser Verständnis, unsere Werte werden sich verändern. Die Beziehungen, die wir zu Kunden haben, verändern sich. Die Geschäftsbeziehungen zu Stakeholdern werden sich verändern. Und eben auch ganze Geschäftsmodelle. Weil irgendjemand kommt und über dein Geschäftsmodell einfach ein anderes Geschäftsmodell drüber stülpt. Und damit verändern sich die Wertschöpfungsketten. Also das heißt für die BWL ein ganz, ganz heißes Thema. Ja. Also es ist nicht nur so dahergesagt, die Angst geht um. Ja. Und jeder zieht momentan diese Angstkarte. Aber ich glaube, dass es eben nicht nur Angst ist, sondern ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo wir noch nie so viele Chancen hatten, aus dem etwas zu machen wie jetzt. Und eins steht fest, alles, was digitalisiert werden kann, das wird in Zukunft auch digitalisiert werden, ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Also überlegt lieber, wo könnt ihr in eurem Umfeld Prozesse, Programme, Geschäftsmodelle, Kommunikation, was könnt ihr digitalisieren, was Sinn ergibt und was euch praktisch in die Zukunft sicher bringt und dass es euch in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren eben auch noch gibt. Und um die eigene Position, habe ich euch reingeschrieben, erfolgreich verteidigen zu können, muss man eben diesen relevanten Markt, in dem man sich befindet, ständig auf dem Radarschirm haben. Und man muss sich überlegen, welche innovativen Technologien, welche Substitutionen greifen in diesem Markt. Was kennt ihr für ein Modell? Welches Modell? Ja, welches Modell kennst du, der sich damit beschäftigt? Ja, schon aufpassen. Welches Modell? Wettbewerb? Porter? Welches? Wie heißt es? Five Forces, genau. Also ihr seht, diese ganzen alten Karlauer Modelle, die eigentlich alt sind,
oder relativ alt sind, die haben schon noch ihre Berechtigung. Und deswegen ist es meines Erachtens auch immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn jetzt irgend so ein innovativer Online-Marketer kommt und glaubt, er kann die Welt neu erfinden. Das ist alles richtig, was die sagen. Aber richtig aus, dass wir ein gutes Fundament brauchen. Und das Fundament ist einfach dieses fundamentale Marketingverständnis. Und diese Porter, dieses Five-Force-Modell, zeigt mir eben, wo Substitutionen stattfinden. Und es zeigt mir auch, wo in diesem Wettbewerbsumfeld, in meinem digitalen Spielfeld, wo da der Krieg stattfindet und auf was ich aufpassen muss. Also denkt dran, dieses Five-Force-Modell, wie gesagt, eine alte Geschichte, aber es ist hochinteressant. Dann haben wir diese Sustaining Technologies. Sustaining heißt nachhaltig, erhaltend. Ja? Also Technologien bewegen sich entlang eines bestimmten Entwicklungspfades. Das müsst ihr können. Das könnte zum Beispiel eine geile Klausurfrage sein. Ja? Was versteht ihr darunter? Also es entwickeln entlang des Entwicklungspfades. Und man spricht von Trajektorie, Bahnkurve. Das heißt, bestehende Produkte und Dienstleistungen folgen dieser Kurve und bieten bestimmte Leistungsdimensionen über die Zeit an. Der Fokus sind Leistungsverbesserungen von bestimmten Leistungskriterien, die wir schon haben. Also das ist nichts Neues, das kennt ihr. Beispiel, eine Weiterentwicklung von einer Kamera. Ja, ihr kauft euch jetzt eine Canon, kauft euch die Mark IV, EOS 5D Mark IV und die ist aber nur eine kleine, leichte Weiterentwicklung vielleicht von der Mark III. Kostet aber ein paar Tausend, gleich mehr. Und die Frage ist, was hat sich wirklich verändert? War es nur eine kleine Optimierung der Chipgröße oder was auch immer? Und problematisch werden diese Veränderungen, diese Anpassungen an eine neue Version, eben dann, wenn die Kunden nicht mehr bereit sind, zu sagen, okay, die ist lichtempfindlicher noch und der Chip ist noch mal ein bisschen größer, muss ich es deswegen wirklich haben? Und die andere hat 2.700 gekostet und die neue, da kostet der Body schon 3, oder? 3, hä? 3 oder 4, ich glaube 3.900 sogar. Mache ich das noch mit? Also das ist die Frage, ob der Kunde dann das mitmacht. Also ob die Innovation nicht zu gering ist. Also das denkt, wenn ihr an diese, versucht das erklären zu können, wenn wir über Sustaining Technologies, wenn wir darüber reden oder wenn das irgendwo mal Thema wird. Und jetzt kommt es, disruptive Technologien. Was ist eine disruptive Technologie? Eine disruptive Technologie, sagt der Name schon, die unterbricht, zerreißt, disrupt den bisher akzeptierten und etablierten Entwicklungspfad. Das zerstört es. Ja? Das heißt, die etablierten Leistungsanforderungen unterlegen, fokussiert diese neue Technologie auf, bringen die auf eine neue Leistungsdimension. Und das unterscheidet diese beiden Dinger. Also das heißt, das Erste, was wir besprochen haben, Change, das ist ja immer da. Das ist eine geradlinige Veränderung. Und dann haben wir die beschleunigten Veränderungen, dass irgendwas greift und relativ schnell steigt. Und disruptiv ist diese Treppe. Ja? Es dümpelt langsam vor sich hin. Und auf einmal kommt der Bruch. Und dann sind wir auf einem anderen Niveau. Und merkt euch dieses Bild. Wenn es heißt, versucht mal so eine disruptive Technologie zu erklären. Weil alle reden davon, aber was meint es? Ja? Das heißt, eine disruptive Technologie verdrängt Step by Step, langsam, meistens langsam, bestehende Dienstleistungen oder Produkte. Neue Produktattribute werden auf einmal ins Spiel gebracht. Und die bestehenden Produkte oder Dienstleistungen haben diese Dinge momentan nicht auf dem Radar. Und deswegen entstehen diese Dinge in kleinen Nischen. Ein Beispiel ist der MP3-Player. Das nimmt man immer als praktisches Beispiel. Also wenn wir in der Klausur zum Beispiel oder irgendwo uns überlegen, was ist denn das Besondere daran? Das Besondere ist, dass so eine disruptive Technik, die schlummert in meisten Fällen erstmal in einer Nische.
Es schlummert da vor sich hin, der MP3-Player, da haben die Leute gesagt, brauchen wir nicht, wir haben eine CD, das ist eine extrem hohe Klangqualität, was soll das? Das ist super, wir brauchen gar nichts anderes. Dann haben die aber rumgefriemelt, haben gesagt, ja, aber die Datengröße, man kann es übertragen, man kann es verschicken. Das heißt, die Großen haben da auch gar keine große Beachtung dieser Technik geschenkt. Ja, und auf einmal, 5, 6, 7 Jahre später war es da, Wumms, mit voller Wucht. Und dann kam noch von Apple iTunes und diese ganzen Napster-Plattformen, und auf einmal war das der große Siegeszug der MP3. Und schaut, wer hat noch CDs? Habt ihr noch CDs? Ich habe nicht in mein Gerät mehr, wo ich sie reinstecken kann. Ich habe noch viele. Tonnenweise habe ich CDs, aber ich habe kein Abspielgerät mehr. Und genauso ist es gelaufen, zum Beispiel schaut euch die Digitalfotografie an. Disruptiv. Kodak, ein Filmhersteller, da hat die erste Digitalkamera gemacht. Und dann haben sie die entwickelt. Die war aber so schlecht, dass die keiner haben wollte. Die Profis haben gesagt, geh her, doch auf. Schau mal unsere großen Kameras an, diese Bildqualität, was Film liefert. Wir können es hochproduzieren für die Messe. Exzellent. Das heißt, die Technik war, analoge Technik war ausgereift. Die war perfekt. War auch perfekt fürs menschliche Auge. Das ist so ähnlich wie jetzt Apple macht, keine USB-Ports mehr und keine genau. Stecker mehr. Genau. Wobei das ist jetzt für mich der Grund, eigentlich wollen wir kein iPhone mehr kaufen. Ja, aber du wirst sehen, dass diese Entwicklung auch wieder einen Standard setzen wird. Ja. Wenn Apple das nicht macht, die anderen trauen sich nicht hin, Apple wird sich hintrauen, Apple wird das machen, ich scheue mich auch davor, wir sind schon angepisst, aber wir werden es erleiden und irgendwann wird die ganze Industrie nachziehen und dann werden wir sagen, Mensch, ist doch geil, ein Stecker für alles. Ja. So ungefähr. Ja. Ja. Das kommt davon, wenn man dann mit der 100-Adapter-Kamera so ein bisschen ziehst. Jetzt ist es wahrscheinlich eine Übergangszeit. Also jetzt, ich habe das 7er mit diesem, schau, ich habe ihn schon wieder verloren. Ich kann an eine normale Stereoanlage oder normale Kopfhörer kann ich nicht hin, weil ich dieses Teil hier immer verliere. Das heißt, das muss ich in mein iPhone reinstecken, mit diesem Steckerchen hier. Und dann habe ich hier noch so ein Steckerchen und da gehe ich mit einem normalen Kopfhörer oder Ding, Kabel gehe ich ran. Frag mich aber nicht, das kriegst du noch nicht, das kriegst du momentan nur bei Apple, frag mich nicht, wie oft ich dieses Teil schon verloren habe. Jetzt habe ich mir das dritte schon gekauft. Kostet 30 Euro? Nein, das kostet nicht so viel, das kostet 12 Euro oder so. Das lächerliche Ding, 12 Euro. Ich habe mir aber 3 gekauft, ja du hast recht, bin knapp bei 3, weil ich mal 3 gekauft habe, weil ich weiß, ich vergesse immer. Ich lasse es liegen und, so. Und irgendwann wird es natürlich dann auch obsolet sein, stecke es wieder hier rein. Ja, ihr lacht, da kannst du dann keine Stereoanlage ran, gar nichts, das ist gar nicht so witzig. Aber genau, also es entsteht irgendwo in kleinen Nischen und das ist die Chance für solche Sachen. Unbeachtet von den Großen und so war es bei der Digitalfotografie, das hat keinen interessiert, die haben gesagt, das ist so eine mindere Qualität, was sie da bauen, komm, lass das ist ein Rohrkrepierer. Naja, und jetzt schaut da an, wie schnell das gegangen ist. Und so passiert es mit vielen, vielen, vielen Dingen. Und nicht nur mit Produkten. Es wird auch mit Dienstleistungen entstehen. Ja. Und das ist dramatisch. Eigentlich ist es dramatisch. Aber wie gesagt, für die auf dem Kiviv sind, ist es eine große Chance. Also selbst als Platzhirsch muss ich beobachten, was da passiert. Ich kann mir nicht ausruhen, kann sagen, Airbnb, das ist überhaupt keine Konkurrenz für mich. Oder ist auch keine Konkurrenz für mich, Uber fährt fürs Taxigeschäft. Bei uns in Berlin oder bei uns in München, das, da wird das nie funktionieren. Doch, das wird funktionieren. Also das mit dem MP3-Player habe ich euch zu erzählt. Also am Anfang, wie gesagt, dauert das, es schlummert in der Nische und kommt dann einfach mit der vollen Wucht. Dann das Beispiel, gibt es tausende von Beispielen und ich habe euch das mit der Digitalfotografie habe ich noch erzählt. Und dann muss ich mir einfach überlegen, welche strategischen Optionen habe ich denn als Unternehmen auf diese disruptiven Technologien? Mache ich einen geplanten Rückzug? Ja? Überlasse ich das? Drehe ich ab? Ziehe ich mich aus diesem strategischen Geschäftsfeld zurück und überlasse den Angreifern diesen Markt? Mache ich noch als Taxiunternehmen damit? Oder sage ich, ich habe überhaupt keine Chance mehr, da mitzuspielen? Und dann gibt es dieses Co-Opting. Aufbau der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale. Da sage ich, ich muss mir es einfach aneignen. Ich muss transformieren. Ich verändere das. Also haben wir schon 2 strategische Optionen.
wie man darauf reagieren könnte. Geplanter Rückzug oder dieses Co-opting? Also Aufbau der eigenen Fähigkeiten in diesem Spielfeld, um da dann mitzuarbeiten. Und mein Tipp an die meisten Firmen, das ist von diesem Shinseki, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so ein General Eric K. Shinseki. Der hat gesagt, wenn Sie sich schon nicht mit Veränderungen anfreunden können, so wird Ihnen der Absturz in die Bedeutungslosigkeit noch weniger schmecken. Und Tom Peters hat immer gesagt, old rules going gone. Also ihnen, ihnen, weg und weg. Und deswegen, wie gesagt, sollten eben Firmen schauen, dass sie diese Geschichten auf dem Radar haben.